Hallo und herzlich willkommen zurück im anderen Screen. Ja, nachdem Darui es geschafft hat, seinen Weg nach Konor fortzusetzen, um dort herumzuspionieren, was es denn mit der neuen Geheimwaffe von Konor auf sich hat, und Akatsuki nun endlich den ersten Piju gefangen hat, den Zweischwänzchen, geht es heute mit dem Wasserreich weiter in Kirigakure. Und zwar hat Kirigakure ein kleines Genexperiment gewagt. Sie haben einen Klon im Stil von Klonschaft Dolly, nur besser, von dem dreischwänzigen Jinjouki, sag ich mal, angelegt. Also von dem früheren Mitsukage, der ja damals von Madara, beziehungsweise, wie man da mittlerweile weiß, Obito kontrolliert wurde. Oder was noch Madara? Madara, Obito, ach, egal. Kann man ja im Wiki nachlesen. Ja, und dieser Klon soll nun quasi integriert werden, dass er quasi gehorcht. Und das muss der aktuelle Mitsukage übernehmen, beziehungsweise die Mitsukage Mai. Und ja, die Story sieht so aus: Wenn Mai es schafft, den Mitsukage-Klon zu bändigen, kämpft er in der Wasser-Country-Armee. Und sollte der Klon gewinnen, dann bricht er erfolgreich aus dem Wasserreich aus und gründet quasi seine eigene Truppe und streift durch die Gegend. Ja, hallo und willkommen im anderen Screen. Der aktuelle Mitsukage Mai versucht, den Jinjouki-Klon Yaguya zu bändigen und so den Piju wieder unter die Kontrolle des Wasserreiches zu bringen. Aber der macht es nicht freiwillig, der Yaguya-Klon möchte gerne abhauen und somit kommt es zum Kampf. Wie gesagt, sollte Mai gewinnen, kämpft Yaguya, der Klon, für das Wasserreich. Sollte Yaguya gewinnen, bricht er erfolgreich aus dem Wasserreich aus und gründet seine eigene Truppe. Mai spielt im Ultimate Jutsu-Typ und Yaguya im Erwachen-Typ, weil ja eine Verwandlung möglich ist. Und ja, ich weiß, das passt wieder nicht so ganz mit den Orten. Es gibt hier meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Orte zur Auswahl. Ich nehme einfach mal diesen hier. Kampf Nummer 1. Mitsukage gegen Jinjouki Klon. Here I go. Wie gut ist dieser Klon? Oha. Ja, Mitsukage muss sich da schon ein bisschen anstrengen. Es ist zwar nur ein Klon, aber ein ziemlich guter Klon. Da haben die Forscher richtig gute Arbeit geleistet. Und der Mitsukage, ich sag mal, Mai hat Probleme und oh. Eine sehr, sehr starke Wasserattacke vom dreischwänzigen Jinjouki-Klon. Haben sich die Forscher ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber oh mein Gott. Eine starke Wasserattacke. Da kommt die Lava. Oh. Mai hat sehr, sehr große Probleme. Hat sich der Mann versucht zu verwandeln? Tja, haben die Forscher aus dem Wasserreich vielleicht zu gute Arbeit geleistet? Ist dieser Klon zu stark, der entwickelt wurde? Man weiß es nicht. Der Mitsukage versucht alles. Aber die Wasserattacken werden gut abgewehrt. Ja, Mai geht auf Distanz. Annie ist die Distanz ja auch ihre Stärke. Here I go. Oh. Mai sollte sich etwas einfallen lassen. Und zwar schnell. This is mine.
Ist dieser Klon zu stark? Es sieht danach aus. Die Wasserattacken sind mächtig. Mal geht wieder in den Nahkampf. Und das Ultimate Jutsu. Oh mein Gott. Was ein mächtiges Ultimate Jutsu. Und Mai ist wieder voll im Spiel. Und ich sehe gerade, Yaguya kann sich fast verwandeln. Da fehlt nicht mehr viel. Oh, ein ausgeglichener Kampf. Sehr, sehr ausgeglichen. Und jetzt findet die Verwandlung statt. Oh my. Hast du dich da nicht übernommen gegen dieses Biest? Mai gibt alles. Ist sie diesem Biju gewachsen? Kann sie den Dreischwänzigen besiegen? Oh mein Gott. Und das war's. Mai liegt schwer verletzt am Boden. Sie ist angeschlagen, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Yaguya verwandelt sich zurück und der Kampf geht weiter. Let the battle begin. This is mine. Beide gehen hier erstaunlich viel in den Nachkampf. You're quite the fool. Here I go. Take that. Here I go. Got it. Got it. This is mine. Got it. Slow poke. Und da kommt wieder das Ultimate. It's a shame, but I'll watch you melt. Oh mein Gott. Nicht so einfach mit dem Tsukage. So leicht kann man nicht abhauen. Over here. Gleicht Mai hier aus. Reflect, Watermere. This is mine. Yeah. You got it. Wow, was für ein gutes Wasserschild. Leck mich mal am Arsch. Here I go. Got it. Mai sollte vielleicht mehr mit ihren Ultimate Jutsus machen. Zweimal eingesetzt, zweimal getroffen. Das ist doch eine sehr gute Quote, würde ich mal meinen. Noch führt sie. Here I go. This is mine. Gute Kombi. Yaguya hat Probleme. Schwächelt der Klon? Ist er vielleicht doch nur ein Klonschaf, Dolly? Allerdings hat die Versiegelung in diesem Klon ja schon mal recht gut funktioniert. Das hat man ja schon mal gesehen. Mai muss hier ausgleichen und es sieht gut aus. Boah, der Klon ist schnell, der ist verdammt schnell. Er holt auf. Mai geht wieder in den Nahkampf. Und das Ultimate geht daneben. Das war nicht gut. Oh oh, sie führt nur noch ganz knapp. Und Yaguya kann sich bald wieder verwandeln. Useless. Mai braucht eine Strategie, um diesen Klon aufzuhalten. Er ist stark. Ist er zu stark? Noch führt sie. Useless. Ja, spart sie da auf ein Ultimate? Noch ein Ultimate und das könnte es gewesen sein. Kann sich Yaguya schon verwandeln? Ich glaube, die Last ist noch nicht ganz voll. Oha. Oh, mächtige Wasserattacke. Und ich glaube, er kann sich verwandeln. Oh oh. Oh oh mein. I'll show you the difference between us. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Der Mitsukage ist zum Klon nicht gewachsen.
Oh my, oh my. Gute Verteidigung, gute Verteidigung. Sie braucht ihr Ultimate. Sie braucht ihr Ultimate. Don't underestimate the Mizukage. Na? Er will sich nicht verwandeln anscheinend. I'll show you the difference between oh mein Gott, und da sollte es kommen, aber das war's. Game over. Das war's. Mai wollte gerade ihr Ultimate Jutsu bringen, aber sie war schlicht und ergreifend zu langsam. Tja, das bedeutet für die Story, der Yaguya-Klon, in dem der Dreischwänzige versiegelt wurde, ist erfolgreich ausgebrochen. Der Mizukage konnte ihn nicht aufhalten und damit gibt es jetzt eine neue Fraktion in der politischen Weltkarte, nämlich der Yaguya-Klon. Und tja, das wird Akatsuki, denke ich mal, freuen, auch wenn Akatsuki jetzt nicht unbedingt weiß, wo dieser Klon ist, weil er ist ausgebrochen, es weiß niemand anderes. Bis sofort im anderen Screen.